Ich bin Kevin. Hallo, ich bin Stefan. Und ich bin der Ingo. Ja, der Weltvegantag findet jedes Jahr am 1. November statt und wir packen nochmal 12 Tage obendrauf und feiern gemeinsam mit 30 Sprechern ja, ein großes Fest voller Inspirationen, Impulsen rund um die vegane Ernährung, Tipps und Tricks, gerade auch für Einsteiger. Ja, und ganz viel Spaß und guter Laune. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und wenn ihr natürlich auch euren Familien und Freunden davon erzählt. Jeder kann was mitnehmen. Bis zum Kongress, macht's gut, bye bye. Freut mich sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Und die improvisierten freien Interviews sind ja oft die spannendsten. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir einfach mal frei kreieren können und die Leute ein bisschen inspirieren können heute. Die Menschheit kann sich nur pflanzenbasiert ernähren. Da muss ich jetzt gar nicht vegan oder irgendwas sein. Ich muss nur hochrechnen, was es bedeutet, wenn diese inzwischen fast 8 Milliarden Menschen anfangen, alle Schlachttiere zu züchten. Das geht nicht. Wir werden in kürzester Zeit schlimmste Kriege haben um die letzten Wasserressourcen, die es gibt. Und dann fängt man an zu überlegen, ja, warum wird einem das so vorgegaukelt? Und dann versteht man, was da hinten dran hängt, diese Milch- und Fleischindustrie, die wirklich überall ihre Finger mit im Spiel hat und das einfach beeinflusst, was uns gesagt wird. Teilweise also Inhalte nicht gezeigt werden im Fernsehen, Filme nicht gezeigt werden und so weiter, weil man die Leute gar nicht aufklären möchte, weil da so viel Geld dahinter steckt. Ich persönlich nehme mir einen halben Tag pro Woche Zeit, um Lebensmittel zu kaufen. Einen halben Tag pro Woche, das ist mir wert. Da gehe ich nicht in irgendeinen Bioladen und kaufe die Gurke oder die Tomate, die da rumliegt, sondern notfalls rieche ich mal dran, ob der auch nach Gurke oder Tomate schmeckt. Oder aber auch das Empfinden, ob es wirklich noch lebendig ist. Weil letztendlich die Aussage ja ist, du musst dich ganzheitlich gesund ernähren. Also nicht nur sagen, ich nehme den Zucker weg oder ich lasse Zucker weg, sondern du brauchst Nährstoffe, die deinen Körper nähren, aber eben auch deinen Zahn von innen nähren, ja, und damit dieses Schutztröpfchen auf der Zahnoberfläche angelangt. Ja? Und das heißt, wir müssen viel, viel weiter denken. Wir müssen die Ernährung total in den Fokus ziehen, wenn es um gesunde Zähne geht. Ja? Also auf körperlicher Ebene.